Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr bei eurem Samsung Galaxy A04s an Apps gelangt. Ohne Apps macht so ein Handy ja relativ wenig Sinn und ihr wollt euch eventuell auch Apps herunterladen und wir zeigen euch, wo ihr dahin müsst, wie ihr das Ganze anstellt und wie so ein Download-Prozess aussieht. Das spielen wir anhand von zwei Apps mal durch, damit ihr Bescheid wisst. Viel Spaß beim Video. Ja, in diesem Video gucken wir uns mal an, wie wir bei unserem Samsung Galaxy A04s Apps herunterladen können. Wie stöbern wir Apps auf, wie kommen wir daran und wie sieht so ein Installationsprozess aus? Wir probieren das Ganze hier mal aus. Bei Android-Geräten, zu denen ja auch euer Galaxy A04s gehört, ist es so, dass ihr immer den Play Store irgendwo mit auf dem System habt. Also eine App, die sich Play Store nennt. Das ist diese von Google bereitgestellte App. Und da könnt ihr dann einfach draufklicken und gelangt dann so in den Google Play Store. Das Ganze baut sich dann so Stück für Stück auf und ihr seht schon, ihr habt hier verschiedene Filtermöglichkeiten, so will ich es mal nennen. Ihr habt hier zum einen Spiele, da sind wir jetzt aktuell drauf, es gibt hier den Reiter Apps, es gibt den Reiter Bücher und genauso habt ihr hier oben dann nochmal Unterteilungen, hier habt ihr zum Beispiel Hörbücher, hier könnt ihr nach Genres filtern oder nach Bestsellern bei Büchern jetzt, bei Apps sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ihr habt dann hier für mich Topcharts, Kinder, Kategorien und so weiter und bei Spiele, ja, da sieht es im Prinzip genauso aus wie bei den Apps. Wir gehen jetzt mal auf die Apps und ihr könnt jetzt, wenn ihr euch einfach vom Google Play Store inspirieren lassen wollt, einfach hier mal so ein bisschen durchblättern, durchgucken, was es so gibt, was ist hier Vorschläge für mich, was sind beliebte Apps, Kommunikation, ihr seht schon, es gibt hier so verschiedene Gruppen und so weiter. Oder ihr sagt einfach, ihr sucht eine bestimmte App und dann klickt ihr da oben rein und könnt zum Beispiel, wir nehmen immer hier Kleinanzeigen als Demonstrationsbeispiel, also eBay Kleinanzeigen, klickt da einmal drauf und dann seht ihr hier oben schon eBay Kleinanzeigen. Das ist dann, jawohl, hier kriegen wir schon irgendwie so ein Video, Dankeschön. Auf jeden Fall kriegt ihr hier halt so Vorschau, ne, von der ganzen App. Ihr könnt nochmal hier draufklicken auf die App selbst, dann kommt ihr auf eine, ja, Detailseite zu dieser App. Ihr könnt die direkt hier bewerten, ihr könnt sehen, was hier sich geneuert hat und zuletzt, ihr seht hier unten noch Rezensionen, das heißt, ihr könnt euch einen Überblick darüber verschaffen, wie andere Nutzer diese App bewerten, wie sie sie finden. Das ist manchmal ganz hilfreich bei Apps, die man noch nicht so gut kennt, ob sich das Ganze dann lohnt, herunterzuladen anhand der Rezensionen oder nicht. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt hier auf den Aktualisieren-Button klicken und dann seht ihr schon, was da passiert. Wird heruntergeladen, wird von Play Protect überprüft und dann ist das Ganze ratzfatz fertig, wird installiert und dann warten wir einen kleinen Moment ab. Und wir sehen, das Ganze ist jetzt fertig. Wir können an dieser Stelle schon direkt wieder sagen, deinstallieren. Das ist natürlich ein bisschen unsinnig, wenn man die gerade erst heruntergeladen hat. Aber ihr könnt jetzt hier die App öffnen oder ihr verschwindet aus dem Play Store, indem ihr einfach hier auf den mittleren Button klickt. Und dann könnt ihr einfach mal gucken, wo die App denn wohl gelandet sein mag. Aktuell sehe ich das hier so nicht. Dann gehen wir mal hier in unsere allgemeine App-Übersicht. Und da sehen wir dann auf Seite 2 Kleinanzeigen da oben stehen. Und dann können wir natürlich da draufklicken und landen jetzt das erste Mal in eBay Kleinanzeigen. Datenverarbeitung und so weiter, Datenschutz, immer das gleiche Thema, wenn ihr eine neue App öffnet. Ihr könnt aber zum Beispiel auch eine andere Herangehensweise einfach hier in eure Searchbar, bei uns ist das eine Google Searchbar, klickt da einmal drauf und könnt hier jetzt lostippen. Ihr seht zum Beispiel hier WhatsApp, da haben wir das schon mal gemacht und dann klicke ich da drauf und kriege hier auch eine Anzeige aus dem Google Play Store und zwar WhatsApp Messenger und habe hier auch einen Installieren-Button. Da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen, nicht einfach immer blind auf das oberste klicken. Manchmal stehen oben auch irgendwo Werbungen, kann sein, dass das bei WhatsApp jetzt nicht so ist, aber vielleicht bei anderen Apps, dass ihr da nicht irgendwelche, ja, Werbegeschichten installiert, die ihr eigentlich gar nicht haben wollt. Die sind sehr oft vom Look so ähnlich wie das, was ihr eigentlich haben wollt. Das ist eben darauf ausgerichtet, dass man sich da durchaus mal verklickt. Also, wir können jetzt aber nochmal in unseren Play Store gehen und das Ganze nochmal mit einer zweiten App herkömmlich durchspielen. Wir gehen zum Beispiel hier oben mal auf zurück, auf diesen Pfeil, gehen hier nochmal auf unsere Searchbar, beziehungsweise könnt ihr auch hier einfach mal scrollen und gucken, was hier so dabei ist. Hier sehen wir übrigens auch eBay Kleinanzeigen, Vorschläge für uns und hier seht ihr verschiedenste Apps, die man herunterladen kann und wir können ja mal hier einfach, nehmen wir mal hier Lieferando, zack, laden wir das mal runter und sagen hier auch installieren und dann gucken wir uns den Prozess an, das ist eben immer das gleiche Prozedere und wird auch von Play Protect überprüft, wie gesagt, aus Sicherheitsgründen, dass ihr euch da keinen Mist herunterladet, da sorgt Google dann für und dann müssen wir auch hier einen kleinen Moment warten. Und das Ganze ist fertig. Auch hier können wir jetzt sagen, öffnen, deinstallieren oder verschwinden hier wieder und müssen dann wieder diese App suchen.
Auch hier ist es so, scheinbar landen die nicht automatisch auf dem Startbildschirm, sondern werden erstmal hier untergeordnet. Wir sehen dann hier Lieferando. Ich kann die natürlich jetzt anklicken, länger gedrückt halten und gehe mal irgendwo hier auf den Startbildschirm bzw. eine Seite zurück oder sonst wohin und kann die dann auch gleichzeitig natürlich verschieben, mit einer anderen App kombinieren und habe jetzt ja zwei Apps auf jeden Fall schon mal runtergeladen. Ihr habt jetzt gesehen, wie das Ganze funktioniert und ich hoffe, dass das Ganze für euch hilfreich war und dann lasst gerne einen Daumen nach oben für uns da. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dann, tschüss!